Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind hier auf Bengas Hof, wieder zurück in Korinis. Wir haben das Minental hinter uns gelassen und sind schon den ersten Suchenden und Drachensnappern begegnet. Ja, das werden auch höchstwahrscheinlich nicht die letzten sein, denn wir möchten gern das kleine Waldstück da hinten uns genauer anschauen. Denn sofern wir uns noch richtig erinnern, der liebe Garn hat da hinten ja ein Problem gewittert. Nämlich damals schon den ersten Drachensnapper. Und den hätte er gern tot gesehen. Was wir ihm auch von Herzen gerne erfüllen wollen. Also zücken wir mal schnell unsere Waffe. Moment, ich muss mal kurz glubschen. Ob wir denn richtig ausgerüstet sind. Ja, yeah, Waffe passt, alles prima. Ich werde das hier auch gleich speichern. So, bitte sehr, hier drauf. Und dann hoffe ich, dass nur einer tun kommen tut. Einer? Perfekt. Die sind hier irgendwie aggressiver als im Minental, also vom Schaden machen her. Könnte aber auch daran liegen, dass ich einfach diese Waffenschutzgeschichten ausgezogen habe. Ja, wow. Okay, die Klaue Belias ist heute wieder sehr gut drauf. Komm her, du Zipfelklatscher. Boah, ey, habt ihr das gesehen? Der arme Drachenschnappi, der tut mir jetzt fast ein bisschen leid. So, Katschanga, weg mit dir. Komm, geh sterben. Sei ein lieber Schnappi und geh kaputt. Perfekt. Sehr schön. Dann gehen wir auch gleich weiter. Das war noch nicht der richtige Schnappi. Der ist noch weiter da drüben normalerweise. Wenn er nicht schon irgendwie gestorben ist, aber ich glaube nicht. Ich muss auch so aufpassen, dass nicht hier irgendwo ein Suchender herumstrawanzt, der mir dann, ja, das Fell über die Ohren zieht. So, da haben wir noch was. Da drüben müsste ja noch einer sein. Ein Drachenschnappi normalerweise. Ja. Aha, da sind gleich drei. Vielleicht können wir einen herloggen. Jawohl. So haben wir es ge... Oh, oh. Ich muss ihn da rüberloggen. Garn steht da oben. Der wird ihn nämlich dann plätten. Komm nur her, du Mist. Aha, ja, ja. Ich hab's befürchtet. Ich hoffe, dass wir... Jawohl, wir haben den Kill bekommen. Das war mir wichtig. Okay, ich muss die ganze Geschichte anders pullen. Am besten hier. Aber zuerst immer was saufen. Wieder mal. Also, Bröstelchen. Auf euer Wohl. So. Eins noch. Passt. Wie gesagt, die Händler werden dann ihre größte Freude mit uns haben. Weil wir alles kaufen, was die haben. Jawohl, da kommt er schon. Sehr fein. Mit ein bisschen Glück sieht Garn ihn hier nicht. Dann können wir ihn schön gemütlich plätten. Komm her, Mistviech. Katschanga. Na komm. Katschinga, Changa, Changa, Ching Chang. Bam, boing. Jawohl. Schluss aus. Er hatte keine Chance. Lass du mal wieder brav speichern. Und dann kommt auch schon der Letzte dran. Ich glaube halt, dass es der Letzte ist. Schauen wir mal. Schaut aber ganz danach aus. Aha, da liegt ein Schwert. Schnaubender Drachenschnappi. Jawohl, genau. Und Katschanga, jawohl. Sehr gut. Somit ist diese Quest auch geschafft. Und Garn hat wieder seine Ruhe. So, her mit den Schwammerln. Die nehmen wir natürlich alle mit. Ist da hinten vielleicht noch irgendwas versteckt? Das schaut doch schon recht verdächtig aus. Zur Feier des Tages werde ich das auch schnell speichern. Irgendwie da so, das wirkt schon leicht verdächtig hier. Oh, ruck. Aha, okay, das ist nichts, da komme ich nicht weiter. Hier? Nope. Okay, das war's. Hui. Nehmen wir die Feuernessel mit. Die Schwammerl nehmen wir auch mit. Perfekt, und gehen gleich zu Garn.
Der wird sich freuen, denn sein Drachenschnappi-Problem ist somit jetzt aus der Welt geschafft. Dieses furchtbare Tier ist tot, nehme ich an. Yep. Dann kann ich mich bei der Jagd endlich wieder frei bewegen. Yep. Hier hast du das versprochene Geld. Danke. Dann schauen wir uns auch gleich nochmal zur Sicherheit hier ein bisschen um. Ob hier nicht zufällig auch was gespawnt ist. Ah, da haben wir schon einen wieder. Was ist da? Haben wir das... Ich weiß es nicht mehr, ne? Wir haben Greg seine Sachen nie gefunden zu 100%. Ah, ich glaube, ich habe etwas tatsächlich gefunden. Tatsächlich, da war's. Oh, schau mal, wer da ist. Ich muss schnell was trinken. Schnell umrüsten. Den müssen wir uns schnappen. Ich hoffe... Ich weiß, ich kriege jetzt aufs Maul. Aber wenn ich schnell genug bin, kriegt er noch eine ins Kreuz rein. Und passt. Komm her, du Arschgeigen. Blöde Suchende, echt. Wow, 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 wow. Komm, wir sterben. Wir sterben. Wow, nicht Gewitter. Yeah! Geilo! Wupp, 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 wupp. Diese Drecksau wollte noch Gewitter durchbringen, aber wir waren schneller. Ich liebe dich, Klaue Belias. Sehr schön, das lief super. Hervorragend. Neue Stufe für uns. Mei, bin ich froh. Ah, das läuft echt spitze. Gleich wieder speichern. Und den Schnappi da vorne, den machen wir auch platt. Ja, wer ist ein dämlicher Schnappi? Ja, wer ist ein dämlicher Schnappi? Du bist ein dämlicher Schnappi. Ein saublöder dämlicher Schnappi. Jawohl. Weg mit dir, Mistviech. Perfekt. Haben wir jetzt da schon mal alles geklärt? Das gibt's ja nicht. Dass da jetzt, das waren jetzt vier Suchende, glaube ich, ne? Eins, zwei, drei, vier Suchende in dem Gebiet hier. Ich glaube, vier oder fünf Schnappis. Alter Schwede, was geht hier ab? Wo haben sie denn die jetzt nochmal alle ausgelassen? Und hier habe ich mich auch immer eingebildet, dass da auch solche Viecher wären. Ich speichere mal ganz kurz. Wieder mal. Da oben zumindest müssten welche sein. Drachenschnappis. Ich habe mir eingebildet, dass hier alles voll ist mit den Viechern. Hm. Da ist irgendwie tote Hose. Na fein. Gut. Da ist echt nichts. Da auch nichts. Hm. Okay. Dann gut. Wie fahren wir weiter fort? Ja. Ich hatsch jetzt mal ein bisschen sinnlos durch die Gegend. ja, ich würde sagen, wir bewegen uns mal Richtung Onas Hof, schauen uns dort mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Suchenden. Ich werde mich auch gleich da ins Bettchen hauen, dass wir da zu 100% gesund und genesen sind. Ja, ich denke, das hört sich mal nach einem kleinen Plan an. Wir hatschen, wir hatschen, wir hatschen, tralala, wir hatschen, tralala, rara. Gute Nacht. Bis zum nächsten Morgen, Pen. Jawohl. Gestärkt, putzmunter und mit neuer Energie gehen wir es wieder an. Okay, also auf Richtung Onas Hof. Ich würde sagen, bei der Gelegenheit schauen wir auch gleich mal bei Bennett vorbei. Vielleicht hat er ja schon irgendeinen Hinweis für uns, wie wir zu unserer High-End-Rüstung kommen können. Mich würde es irrsinnig freuen, sage ich ganz ehrlich. Ich hätte ganz bestimmt nichts dagegen. Ich werde auch mal die Waffe zücken. Das beißt mir die Nase, Entschuldigung. Ich will mich aber nicht ärgern heute. Das ist nämlich so ein Sprichwort, ne? Wenn die Nase juckt, dann muss man sich heute noch ärgern. Und es ist jetzt aber schon nach 22 Uhr. Und ich will mich heute aber nicht mehr ärgern. Sind denn Banditen gerespawnt? Oder ist da auch endgültig tote Hose? Endgültig tote Hose. Okay. Ja, ich muss da ein bisschen abchecken, ne? Wie gesagt, ich will da auch das, so gut es geht, Corinis Teil hier, also die Insel, säubern. Unbedingt, auf jeden Fall.
bevor wir zum Endgegner gehen. Ich will alles umrotzen und somit möglichst viele Erfahrungspunkte einkassieren. Ja. Aber es ist echt erstaunlich, ne? Wie viele Suchende es wieder gibt. Oh, da fällt mir gerade was ein. Wir haben doch Schattenläufer, glaube ich, gekillt, ne? Wir werden mal schnell zu Basta gehen. Der wird sich gerade, glaube ich, dann freuen über uns, hoffe ich halt sehr. Über unsere Schattenläufer-Hörner. Ich glaube, ich habe welche. Oder nicht? Keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Wir müssen sowieso die Runde machen. Wie gesagt, vielleicht ist hier noch irgendwo so ein suchender Depp. Der muss dann weg. Grüß eink, Burschen. Du, servus. Ich hab vielleicht was für dich. Mein Stadthändler hat sich verabschiedet. Was? Was heißt das? Er ist tot. Du kannst die Hörner behalten. Ich kann damit jetzt auch nichts mehr anfangen. Was? Was? Warum? Hey, das ist Betrug. Das finde ich jetzt gerade gemein. Was hältst du von der Sache mit den Drachenjägern? Was hältst du von der Sache mit den Drachenjägern? Die Jungs können eine Menge Gold absahnen, wenn sie nicht dabei draufgehen. Ich selber halte mich lieber an Lee. Ich bin gerade schockiert. Was anderes wäre. Ja, ich auch. Ich werde jetzt borten. Ich bort mich jetzt zu Onas Hof. Ich bin gerade ein bisschen debri. Boah, ey. Wie gemein. So. Hui. Und da sind wir auch schon. Boah, ist das gemein. Da unten war, glaube ich, auch ein Troll und ein Drachenschnappi, ne? Sollen wir den gleich machen? Können wir gleich machen, ist ja wurscht. Wenn wir schon mal da sind, machen wir die gleich weg. Jetzt sind wir eh schon bärenstark. Oder sollen wir zuerst zu Bennett gehen? Immer die Qual der Wahl. Ach was, ich schau mal da runter. Schnell speichern. Wie spät haben wir es denn eigentlich schon? Ach, haben wir noch ein bisschen Zeit. Das dürfte sich ausgehen. Die Schnapp ist da unten und dann noch den Troll und dann passt das schon. Komm her, sauf ich. Dann ist der arme Jägersmann da unten auch endlich wieder befreit. Komm her. Katschanga. Jawohl. Bam. Aus mit dir, du Mistviech. Sehr schön. Und der nächste ist auch schon dran. Komm her, du dreckiger, ekelhafter Schnappi-Drache. So, geh sterben. Bam. Katschanga. Jawohl. Bam. Zack. Jawohl. Das war's mit dir, du Mistkerl. Oh, da schnurrt er vor sich hin. Ich glaube, er hatte auch ein Bettchen. Ein bisschen Ressourcen sparen. Ich hoffe halt, dass er ein Bett hatte. Ich will mich kurz... Ja, zwei sogar. Gutes Nächtle. Ich tue jetzt ein bisschen Ressourcen sparen, so gut es geht. Das heißt, ich werde viel schlafen gehen. Ja. Rostiges Schwert. Ach, das brauchen wir doch nicht, oder? Ich lasse ihm das. Zur Selbstverteidigung. Falls der böse Troll da drüben angreift, jawohl. Da zückt man gleich wieder unsere Waffe. Weil normalerweise, ich habe den Troll da hinten stehen. Ja, ja, da ist er schon. Ich habe ihn ja stehen lassen. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist er dran. Komm her. Zwei Trolle. Wow. Ach, verflixt. Ich hatte gehofft, dass es noch ausgeht. Passt, der ist hin. So. Zwei Trolle, okay. Ist auch nicht gerade schön, ne? Naja, solange es kein Schwarzer ist. Grummel, 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 Grummel. Ja, ja. Katschanga, aua. Wow. Komm her, du Bastardviech. Komm, Klaue. Aua. Ich glaube, ich hätte mich heilen sollen. Ah na, geht's hier aus. Alles okay, alles gut. Passt. Geschafft. Eine Steintafel. Sehr fein. Das ist mir auch glatt ein Speichernwert.
Sehr fein. Was haben wir denn da? Da. Bogenschützen Stufe 2. Sehr schön. Hurra! Mehr Skill für uns. So, gibt es hier noch irgendwas, das wir mitnehmen können? Schaut irgendwie recht mager aus. Was? Aha, da ist was. Ein Rapier, ein Lederbeutel. Ein Kronstöckel. Holla, holla. Und ein Bogen. Okay. Wenn wir dann in der Nähe von Seekopfshof sind, ich bin ja auch schon im Überlegen, ob ich das machen soll, wenn wir jetzt wieder nochmal raufbohrten zu Onas Hof. Ich will unbedingt zu Sagitta. Also einen Großteil, muss ich leider so sagen, nur mal zum Probieren, der Erfahrungspunkte, die wir haben, werde ich für Alchemie auch einsetzen. In der Hoffnung, dass wir Stärke Plus Tränke brauen können. In der Hoffnung, dass wir stärkere Heiltränke brauen können und so weiter. Ne? Also ja, wahrscheinlich, wenn wir Pech haben, gehen die ganzen drauf, obwohl es 109 Erfahrungspunkte sind. Und ich mich jetzt nochmal rauf... Warte, nein, ich gehe jetzt erst pennen und dann bohrte ich mich rauf. Na, warte, mit dir können wir auch noch reden, ne? Hey, die Trolle sind hin. Vielleicht bringt sie es was. Nein. Ritze, Ratze, Ritze, Ratze. Also nochmal schlafen, boy. Ich glaube, wir haben die Schlafkrankheit. So, und alle, hopp. Hui, perfekt. Da hinten oben müssen wir auch noch alles durchschauen. Ich werde jetzt... Alter, jetzt habe ich mich vor Pepe erschreckt. Ich werde jetzt mal in die Richtung hatschen. Einmal mit, vielleicht mit Lee sprechen. Mit Benga sprechen. Bennett, Entschuldigung, nicht Benga, sondern Bennett, Entschuldigung. In der Hoffnung, dass er mir eben eine stärkere Drachenjägerrüstung bauen kann. Hallo, Bennett. Oh, das natürlich auch. Kannst du mit Dracheneiern was anfangen? Kannst du mit Dracheneiern etwas anfangen? Dracheneier? Wie zum Kuckuck bist du denn da dran gekommen? Ich habe sie einigen Echsenmenschen abgenommen. Lass mal sehen. Mhm. Sehr robustes Material. Ideal zur Verarbeitung von Rüstungen. Das heißt, wenn man die Dinger aufkriegt. Ja? Was ist nun? Willst du es haben? Klar, her damit. Ich zahle dir dafür, sagen wir, 300 Goldmünzen für jedes Ei, das du mir bringen kannst. Okay. Was sind das denn schon wieder? Das sind Dracheneier, nicht jämmerliche Hühnereier. Spar dir dein Geld. Ich denke, ich werde es behalten. Nö, 300 ist ja gut, oder? Passt. Abgemacht. Alles klar. Dann mal immer her mit den Dingern, wenn du welche hast. Ich hab so. Du hast es Echsenmenschen abgenommen, sagst du? Genau. Echsenmenschen hausen vornehmlich in Höhlen, soviel ich weiß. Ich weiß gar Würde mich nicht wundern, wenn du in den Höhlen der Umgebung hier noch mehr von den Dingern findest. Aha. Hier, ich gebe dir noch eine Karte mit, damit du die Höhlen besser finden kannst. Geilo. Super. Perfekt. Zubehör zum Schmieden, ansonsten ist da nichts. Okay, ich hoffe nur mal stark, wenn wir ihm genügend Eier geben, dass er uns dann eine Rüstung baut. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Naja, also dann einmal kurz Liebericht erstatten. Für den Fall, dass überhaupt Not ist, keine Ahnung. Wo hast du das denn schon? Hallo Lee. Es kommt nur auf die Kraft an. Was ist inzwischen passiert? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Silvio, der Mistkerl, hat was über die Drachen im Minental gehört und hat daraufhin alle hier auf dem Hof völlig verrückt gemacht. Er hat versucht, die Jungs zu überreden, ihm ins Minental zu folgen. Ruhm, Ehre, Gold und alles Mögliche hat er ihnen versprochen. Viele von ihnen hatten kein Interesse, sich für Silvio töten zu lassen. Aber es gab da so manchen Idioten, den konnte er doch überzeugen. Yep. Das Ende vom Lied war, dass sie sich von Bennett haben ausrüsten lassen und dann kurzerhand losgezogen sind. Ach, im Grunde bin ich froh, dass Silvio endlich vom Hof ist. Ich wundere mich aber gar nicht. Ja, das war's auch schon. Mehr ist da nicht. Hi, Gorn. Ich kann das nicht glauben. Moment, wo warst du denn die ganze Zeit? Ja, Gorn habe ich nirgendwo entdeckt im Minental. Entspannst du dich? Entspannst du dich? Ärger klar. Warum nicht? Die Drachen sind doch tot, oder? Der Fall ist ein wenig komplizierter. Tja, wie immer. Meinung will ja keiner. Sag Bescheid, wenn du meine Axt brauchst. Ja, das hat er. Ja, unser bester Freund.
Drum werde ich ihn auch nicht ausrauben. Er wird der Einzige sein, der, ja, vielleicht auch Lee, falls ich es nicht schon doch getan habe, die werden die Einzigen sein, die ich nicht ausrauben werde. Sind einer meiner besten Freunde. Auch Diego natürlich, Milton zählt auch dazu und Lester nicht zu vergessen. Dann hätten wir noch Xadas und. gut, was machen wir jetzt? Der Part ist ja auch so gut wie zu Ende. Ich denke mal, wir werden den Part doch nutzen und mal einen Sprung bei Sagitta noch vorbeischauen. Dazu werde ich jetzt meine Armbrust zücken müssen, denn ich will in keinen Hinterhalt geraten. Und das mit den Dracheneiern ist ja mal eine geile Geschichte, oder? Also wir haben schon wieder Arbeit. Ist nicht so, dass wir jetzt so da, ne? Skelettis. Es ist nicht so, dass wir jetzt eine Ruhepause haben, ne? Ist schon vorüber. Moment, wo geht's denn jetzt zu Sagitta? Normal weiter nach unten. Ist ja wurscht, die Skelette machen wir mal platt. Was, der ist weg. Der ist auch weg. Du bist auch gleich des Todes. Wow, eine Steintafel. Und? Sich zu verlaufen bringt ja doch was. So. Hervorragend. Perfekt. Was? Da war noch was? Achso, niederes Skelett. Okay. Und das Steintäfelchen. Was kann das überhaupt? Na, wo bist du denn da? Stärke plus 2. Erlernen bitte. Jawohl. Also plus 4 eigentlich, nicht plus 2. Also Stärke Level 2, das gibt 4. Ach, ihr habt es ja gerade gesehen. So. Ich glaube nämlich, musste man nicht... War das überhaupt hier? Ich meine, nein, ne? So kam ich nicht zu Sagitta. Das geht nur, wenn ich bei Seekops Hof rüberlaufen tue. Was ist da? Blauflieder. Na, gratuliere. Das heißt, ich muss da hinten runter und dann noch ein Stückchen weiter hatschen. Eieiei. Ja, ich überziehe jetzt wieder ein bisschen, ne? Gut. Ich sollte vielleicht die Armbrust nutzen. Ich meine, es ist jetzt eigentlich eh schon ziemlich wurscht, welchem Viech wir begegnen, solange es kein Drache ist. Ha. Können wir schon alles recht gut besiegen. Ist eigentlich kein Problemchen mehr für uns. Trotzdem in einen Hinterhalt geraten ist halt nicht schön. Jetzt sind wieder ein paar Heilpflänzchen. Nehmen wir schnell mit. Vielleicht können wir daraus dann bald lecker Tränke kochen. Sie müsste doch hier... Ich glaube, es müsste schon da lang gehen. Ich hoffe halt, dass ich mich jetzt nicht komplett verlaufen habe. Aber normal müsste schon da runter gehen. Und da drüben müsste sie dann gleich sein. Ja, ja, das müsste Seekopshof sein. Halt, da ist was. Wolf. Und ein Drachenschnappi. Okay. Die machen wir platt. Ich glaube, es sind sogar mehrere Drachenschnappis. Und dann lock ich bei Sagitta aus, genau. Dann hören wir dort auf. Oh, ein Schattenläufer-Bubi. Jawohl. Komm, 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 komm. Ich sehe gar nichts. Dieser blöde Gestern. Stirb. Perfekt. Komm her, Wölfchen. Komm her. Wem? Chuck Brack. Ah, jetzt kommt noch ein Drachenschnappi. Moment, haben die den Schatten? Nein, nein, der Schattenläufer lebt noch. Katschanga. Und Katschanga. Noch einmal. Komm. Katschichachanga. Ja, komm. Bam. Zack. Brack. Komm. Zurück. Jawohl. Sehr schön. Das waren wieder 860 Erfahrungspunkte. Hervorragend. Und du da vorne. Ja, dann hört man bis hierher schnarchen. Denn den probiere ich jetzt noch mit dem bisschen Leben, das wir haben, noch umzuhauen. Ich hoffe sehr stark. Wow. Okay, das läuft gut. Läuft gut. Ist okay. Ist gut. Schade, dass die Schattenläuferhörner nicht mehr gehen, ne? Boah, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Habe ich ehrlich gesagt nicht mehr gewusst, dass das jetzt schon vorüber ist. Naja, wir haben ja zum Glück doch recht viele abgeben können. Ich glaube,
Ich glaube, das ist jetzt nicht so die Dramatik. So, Sagitta und gut ist dann für heute. Ja, ich habe grauslichst überzogen, schon ganze 5 Minuten. Also gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir bei Sagitta weiter. Wir schauen einmal, welche alchemistischen Rezepte sich für uns lohnen würden, die ich zu erlernen gedenke, sagen wir so. Wir werden uns auch bei ihr heiden lassen und dann werden wir den Wald weiterhin durchstöbern. Also ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!